Oh, kurzes Barbecue. Ach du liebe Zeit. Haben wir Barbecue? Das ist die 160. Ja, Barbecue steht nicht auf dem Bildschirm, Bingo, aber ich glaube, darüber kann der KTM. Oh, von der Laden. Bix, Felix von der Laden. Von der Laden. Auch bekannter Name, ne? Mhm. Auch ein Rennsport-Enthusiast, fährt eines der Teichmann Racing-Autos und sagen wir mal so, er bekommt einen leicht angegrillten Popo hier im Moment, aber er wird's. Ja, Felix von der Laden, der wird da aber rechtzeitig rauskommen. Natürlich sofort eines der Streckenautos da. Also. Und auch die Löscharbeiten gehen schon vonstatten. Ja, aber das ist natürlich das Ende. Mit dem Rauskommen ist so eine Sache. Ich sehe ihn aktuell noch nicht, leider, ehrlicherweise. Ja, jetzt rollt das Auto wieder los. Es ist unglaublich, dass da alles so richtig kontrolliert läuft, ehrlicherweise. Ja, aber ich habe gerade eben schon vorne die Klappe aufgehen sehen. Ich befürchte vielleicht fast, dass er ausgestiegen ist, das Auto jetzt ohne ihn weiterfährt. Oder er ist selber drin geblieben, nee, und versucht das Auto da aus der Gefahr. Also ich meine, wir können jetzt gerade im Moment eh nur spekulieren, weil, und da kann der Optiker unseres Vertrauens nichts dafür, wir es einfach im Moment nicht sehen. So wie das unterwegs ist, würde ich behaupten, dass er noch drin sitzt, aber vorne offen ist. Nee, ich glaube, dass er eben nicht drin sitzt. Der sitzt nicht drin. Richtig. Der ist ausgestiegen, hat den Motor ausgemacht. Und hat das Auto einfach rollen lassen im Leerlauf. Ist ausgestiegen, da geht es bergab. Das muss vor der Fuchsröhre sein. Da geht es mal richtig bergab. Und dann ist das Auto einfach der Schwerkraft nach runtergerollt. Und jetzt hat es dann ein paar Meter geschafft und zum Glück jetzt hängen geblieben. Ja.